Herzlich willkommen zurück zu Dead Island. Ich weiß gar nicht, bei welchem Part wir jetzt gerade hängen. Ich glaube 44 ist jetzt. Dead Island Riptide 44 Together. Ja, genau. Genau, ihr habt es ja schon gehört. Ja, liebe Leute, wir leben noch. Man mag es kaum glauben, aber es gibt wieder ein Together. Ja, es war letzte Zeit schwierig. Wie man es vielleicht schon mal im anderen erwähnt hat, viel Arbeit. Viel, leckt mich am Arsch. Viel Arbeit, mehr sage ich zu dem Thema einfach nicht. Auf seiner Seite mehr wie auf meiner, aber wenn es ja, klappt, dann klappt es nicht. Wir sind nicht zusammengegangen und ich habe zwar eigentlich irgendwann ganz am Anfang mir gesagt, wir werden nicht alle Teile together machen, aber das haben wir, ob ich über den Haufen geschmissen und beschlossen, doch, wir dann das schon. Deswegen. Und ich bin ja allein sowieso zu feige zum Spielen oder so. Ja, okay, hast du gesagt, nicht ich. Nein, ist egal. Krampf, aber. So, jetzt ist jetzt natürlich die Frage, es ist jetzt ein Monat her, seitdem wir zusammen gespielt haben. Ich glaube, wir müssen ins Kino hoch. Ins Kino müssen wir, nein, das weiß ich nur. Wir müssen da ins Kino, aber das können wir nicht, weil wir irgendwie einen Alternativweg suchen müssen, weil das irgendwie von innen zu ist, wenn ich das und richtig verstanden habe. Die Leiter ist normalerweise oben, die ihr bei mir jetzt seht. Und deswegen, ich komme hier auch nicht drauf. Ihr seht. Also wer es wissen will, in meiner Perspektive ist sie oben. Schon, aber das, genau, aber das müsste dann, das wird dann nicht der Text, also... jetzt hast du mich durcheinander gebracht, genau. Weil hier sehen wir da oben, sehen wir das Radl. Wir sollten es runterholen, später dann, jo. Wenn wir drin sind. Aber blöderweise ist bei mir der Bug, sie ist hier unten, kann sie aber nicht benutzen. Ja, okay. Wunderbar. Ja, okay, und dann an, oder? Die Richtung, ja. So, Lotter. Du kannst nicht springen, haha. Doch, kann stehst ich schon. Stehst auf dem Glander. Ich weiß schon, ich finde das ganz lustig. Ja, ich glaub's da. Oh Gott, ich muss mich echt umgewohnen, dass ich nicht mit E interagiere, sondern mit F. Das war in letzter Zeit anders. Du kannst mir jetzt interagieren mit meinen Spielen, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Keine interagierfähigen Sachen dabei? Interagieren ist mit Wimmel immer so schwierig. Ja, das glaube ich allerdings sofort. Okay, also dann, los geht's. Los. Ich will Zombies töten. Lang nur hat's dauert. Also, gehen wir wieder der gepunkteten Linie nach, die unser Leben fickt, oder wie? Genau. Gehen wir wieder auf den so Strich. So viel Wasser, laufen wir nicht rein. Ah, schon zu spät. Ich baue den Picky drin. Ja, gut. Ich wollte zuerst nur einen großen Flächenbrand auslösen. Was sowieso total bescheuert ist, haben wir schon wieder bei der okay, mit dem Realismus und so. Ich habe einen Molotow-Cocktail ins Wasser geschmissen und jetzt brennt's. Und das ist ein Schläger, oder? Oder ist das bloß ein großer Ertrunkener, das was da vorne rumsteht? Ich glaube, ein großer Ertrunkener. Na, die Ertrunkenen liegen doch im Wasser und rühren sie nicht normal. Ich sehe überhaupt nichts, die sind noch viel besser. Oh, ja, das war auch ein Bug, weil wenn ich nämlich hingekommen bin, ist er nämlich vom Steh umgefallen. Und war tot. Yeah. Also, Punktelinie noch. Bug United. Da schon wieder. Da steht einer und wenn man hingeht, fällt er einfach um. Okay. Moment, ich gebe den Beweis. Wer es wissen möchte, bei mir ist es so. Zack, hingefallen. Achso, wenn man dann vorbeilauft, dann steht er wieder auf und greift nach oben. Ganz klar. Herzlich willkommen zu Bug United. Ja. Okay. Bei mir sind Leitern hier unten, die gar nicht hier unten sein dürften. Was der Teufel, wo da wieder das Problem liegt? Ich habe Wasserleichenfleisch gefunden. Yay! Oh, es ist warm. Oh, sie stehen wieder auf. Oh, die stehen ganz schön früh wieder auf, fällt mir gerade auf. Solange man sie von sich treten kann, ist alles korrekt nicht. Verrecke jämmerlich! Ja, also geht doch. Ha! Okay, es ist wieder sehr lustig. Bei mir ist es nämlich erst einmal ins Lade geflogen.
Boah, wenn dir Spaß macht, da ist Munition. Du brauchst Munition, du bist unser Schusswaffenmensch. Ohne Schusswaffen. Nein, ich hab Schusswaffen. Ich weiß. Was war das jetzt? Was war was? Du bist tot, warum? Ah, weil da hinter dir einer steht, die Siegen. Wo bin ich jetzt? Bin auf irgendeinem Dach oder? Du bist 44 Meter von mir weg oder so. Ich sieg deinen Kreis zwar, aber. Also irgendwo ist es halt komisch. Ich bin jetzt auf dem Dach vom Kino gelandet. Ja, dann bleib da hinten, ich komm wart. Irgendwo ist es halt seltsam. Da oben ist ein Gatling. Ich wiederhole, irgendwas ist halt seltsam. Also nicht, dass das irgendein Problem für uns darstellen darf, aber es ist seltsam. Und ich habe einen Schläger gehört, das war definitiv ein Schläger. Sag mal, wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, wie ich jetzt wieder hinkomme. Ja, ich sehe dich. Bleib da oben. Oh, da ist ein Schläger, warte, an dem laufe ich einfach vorbei, weil auf den Scheiße jetzt hat er mal ganz gepflegt. Bleib da, ich habe die Leute gefunden, ich komm schon. Ich sieg den Kreisel nämlich nach wie vor. Gelecker lange Leute fällt mir gerade auf. Ey. Ja, du musst ein bisschen aufs Dach kommen. Ja, eben, aber leck mich mal an, lange Leute. Da, ich sieg den Energiebalken sogar schon wieder. Da ist sie. Tada! Tada! Weißt du, Teufel, wo da jetzt das Problem gewesen ist? Da oben, ja, da oben ist sie. Ja, ich sieg's. Jetzt pass auf, gehen wir nochmal geschwind zur Werkbank. Ich müsste meinen Scheiß mal wieder verkaufen, langsam, aber sicher. Gehst du einen Schritt vor? Ich geh weg, bin nämlich fertig. Da waren sogar zwei Werkbank. Ups. Und da ist ein Strom. Ich soll einen Strom einschalten? Ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee. Ich glaube, es ist für später mal. Also schaut so, da steht der Gatling rum. Und, Ja, ich sehe vor meinem geistigen Auge schon wieder eine Belagerung, wenn ich ganz ehrlich bin. Bist du fertig? Aber wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid, weil dann schalte ich mal den Strom ein, weil ich wissen nicht, was passiert. Warte mal nur kurz. Ich warte. Weil ich habe jetzt was gepimpt. Hm? Okay, ja. So, Strom einschalten. Nummer 1. Passiert. Ich verstehe. Das ist dann Belager. Ich verstehe. Warte mal, wenn ich da drum rumlaufe, kann ich da rundum? Ja. Weil da ist nämlich nur mehr Strom. Der wird dann für das Fädel da daneben sein. Weil da auch ein Kabel drin liegt. Aha. Okay. Und jetzt ist da, wo wir hin müssen, auch ein Strom, der wieder aus ist. Nein, wir müssen da runter, oder? Achso, da, ja, okay, gut, aber da herum liegt auch ein Kabel, das hat auch gerade noch britzelt. I just keep getting better. Oh oh! Oh, fui. Warte mal, erst einmal müssen wir da mal Feuer schaden. Copy that. Let us know when we can come in. Ja, ich sag Bescheid, wenn's kommen könnt. Und schon wieder mal seitlich laufen, echt langsam. Verreck. Warten wir da einfach einmal, bis die ausbrennt sind, weil solange die in dem Flaschenholz drin liegen, dann. Boah, der ist gerade durch die Wand gelaufen. Du Nutte. Aber es ist schön, wieder Zombies umzunieten. Wir sollten sowas öfter tun. Oh. Das ist super Aggressionsabbau. Ja. Wer schon mal den neuen Far Cry Addon gespielt hat, das Blood Dragon, da wird das erwähnt. Hilft beim Spannungsabbau und ähnliches. Da kommt wieder was. Na, da unten stehen sie vor der Tür. Momentan stehen sie bloß, ich zünd's noch mit geschwind an. Wunderbar. Lass einfach aufkommen.
Boah, ich hab mein Bügeleisen wieder. Oh, stimmt, ja. Ich hab mein Bügeleisen ja dabei. Gestromte, verbrennende Zombies. Ja, Zombies. Eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, sind sie ja eigentlich Infizierte. Ist ja wieder was anderes als wie ein klassischer Zombie. Oh. Klugscheißer-Modus an. Was? Ich mein ja nur. Was ist das? Oh, die Tier. Ich brich die Tier auf. Warte kurz. Ja. Ich wusste, dass er lebt. Er hat leben müssen. Da liegt der Schotte. Die war vielleicht was für die. Ich muss jetzt mal schauen, ob mir die anderen Waffen was bringen. Was haben wir da sonst noch? Oh, Kohle! 3800 Geld gefunden. Okay, Altstadtkino, nichts mehr. Zum wieder nach Omat. Oder müssen nach wir nach unten waren wir auch noch nicht. Ja, es ist ja nach unten, das stimmt. Die Punkte haben bloß immer so eng beieinander, dass man es nicht gescheit sieht. Gut. Fertig? Jawohl. Einschläger. Aber erst einmal das Übliche, erst einmal die Klone aus dem Weg rammen. Oh, wir haben Überlebende. Hast du das gehört? Ja, ich hab. Und meine Ausdauer ist leer, das ist nicht gut. Bleib mal weg von ihr, mit Kümgle, ich möchte bloß den einen dann umschnitten. Rückwärts gehe ich auch extrem langsam. Schon, gell? Ich hab Diamanten gefunden. Okay, bleib du. Ja, zu spät. Ja. Warte, ich komm. Ja, weißt du. Jacqueline Santel. Du bist hinter ihr momentan, weißt du eh? Na, jetzt bin ich hinter ihr, weißt du. Ja, du schaust das. Ja. Ah. Sie schaut nämlich immer in die Fall. Hast du mich. Wo ist der letzte? Die Treppe hoch? Welche Treppe? Was labert sie von irgendeiner Treppe? Wieso labert mich die auf Französisch voll? Die heißt Jacqueline. Ist mir egal, wie die heißt. Die Scheiße, wie Französisch. Die soll verdammt nochmal Deutsch mit mir reden. Ja, und jetzt? Wie kommen wir dazu? Ah, okay, gepunktete Linie. Die Linie, die mein Leben fickt schon wieder. Die Tür da? Ja. Ach. Ich bin jetzt schon wieder. Ach, im Vorführen. Ah, die lebt. Okay, was? Da haben wir nochmal reparieren. So, bevor wir mit der reden, nehme ich schnell einen Schluck trinken. Okay, dann sprich ich es einmal an. Jawohl, warte mal kurz. Bin zu spät. Okay. I'm leading a group of survivors and we need a safe place to hide. We were planning on using your cinema. There's more than enough room for everyone. That won't be a problem. You need to fortify all of the entrances first though. Make sure those beasts can't find another way in. There are security shutters at the front and rear of the building. The rear shutter hasn't been used in ages though. Okay, Sicherheitsrollläden brauchen wir, irgendeinen Schlüssel in irgendeiner Kasse müssen wir finden. Die werden wahrscheinlich unten sein, wo wir vorher die 3800 raus haben. Das kann sein. Warte mal, jetzt muss ich mir kurz Fähigkeiten kappen. Ja, ich warte noch. Ja, mal die, dass ich mehr Munition nehmen kann. Juhu!
Okay. Also, schließe die Sicherheitsrollläden, das sind die vorn. Munition, da liegt der Schlüssel. Haben schon. Der ist genauso unauffällig da gelegen wie der andere damals, weißt du es noch? Ja. Okay, das ist der und jetzt halt nach hinten. Ah ja, da ist. Nein, nach hinten unten passt schon. Ich komm eh gleich, ich mach bloß das Sicherheitsding zu und dann müssen wir eh wieder zu ihrer gehen, wieder davor aus. Jetzt gehen da die Rollen runter. Die hat da wegen Energy nicht schon, ha? Yep. Ey, mord nur. Ich hätte. So, jetzt. Rede mit Jacqueline. Ich hab's gewusst. So. You close the shutters? Good. Now it's safe for the others to join. Du hast alles hermetisch versiegelt, jetzt ist sicher, dass die anderen reinkommen. You might want to go over there. Na, ich hab jetzt. Also wir. Mhm. Aber jetzt können die anderen reinkommen. Ja, übers Doch wahrscheinlich. Mhm, der Pilot fliegt gerade um und fliegt zurück. Entschuldigung. Thanks again for rescuing me. I thought for sure I wouldn't survive. It looks like you could all use a place to heal and rest up. This is hopeless. Where will we go? They're already there. Well, at least we have a roof over our heads here. When the plague first hit, everyone left. I thought the authorities would eventually come, so I stayed behind. I was worried about looters. Little did I know that would be the least of my worries. Everything I own is in this theater. I couldn't bear to leave it behind. But now, after all that's happened, I'd like to go with you. You're welcome to come, but no promises. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. Any luck contacting the base? No. Maybe their radio's down. What the hell happened here? The disease spread so quickly, the army created a quarantine zone. They said they had it under control. What they did. Sie sagen immer, sie haben alles unter Kontrolle. The base was intact. As I said, Commander Briggs is a friend of mine. This base is our only chance for rescue. We must get in there. I wouldn't. The military abandoned this town and everyone in it. They locked themselves in that base. Anyone who approached, anyone seeking shelter, was shot. After a while, people stopped trying. Bloody heroes, eh? Jesus. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Sure they would. Just like they did in Benoit, just like New Orleans. Man, that's just how it works. Is Harlow here? I thought she was with you. Who saw her last? I thought we ran like crazy. I thought she was with us. Fuck! You left her behind, just like you'd leave us all. Jesus Christ, woman. Get a grip. Or what? You gonna hit her? Chima is right. All you immunes are getting a little crazy. Crazy how? What the hell are you saying? You don't trust us now? Well, maybe. We don't fucking trust you. Everybody, just calm down. It's the chemicals, the mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Come on, people. We've gone too far to give up now. Stay here while you check the base. If the guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. We're leaving no one behind. Yeah. You should check out the rest of the town. Wunderbar. Quest fehlgeschlagen. Bastelwettbewerb für Halo 3. Ha. Rede mit Marvin. Ja, okay. Aber wenn Halo ja nicht mehr da ist. Ja, jetzt halt. Aber mit Marvin reden wir dann in der nächsten Folge der Saison. Es war nämlich jetzt ein perfekter Abschluss dieser Episode. Da die haben wir behaupten oder sehe ich das verkehrt? Du siehst nie was verkehrt. Ich bin nur gerade schon beim Verkaufen. Da ist ein Händler. Nein. Ich denk's mir, okay, ja gut. Auf alle Fälle reden wir in der nächsten Folge dann mit Marvin und dann schauen wir mal, wie es eigentlich weitergeht, weil so genau einen Plan hat anscheinend irgendwie niemand.
Ich hab, mal abgesehen davon, auch nicht, aber das ist wieder was anderes. Na okay. Also, es war mir eine Freude, dass du dabei warst. Viel Spaß beim nächsten Mal, oder? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, passt eh. Also, bis dann und ciao. Ciao.